Wenn Sie nun so auf Ihr Leben zurückblicken, Herr Kollektor, fragt der Reporter der Sendung Zeugen der Zeit, Jahrgang 00. Wenn Sie nun so auf Ihr Leben zurückblicken, Herr Kollektor, würden Sie dann alles noch einmal so machen? Der hat überhaupt nichts begriffen, der Reporter, merkt er. Woher auch? Der ist vielleicht grad 25. Trägt so'n Drillig-Anzug, Knäppchen im Ohr, hält ihm das Mikrofon vor dem Mund, dabei hat er ihm alles erzählt, wie das war, aber was sollen so junge Leute schon anfangen mit so Wörtern von alten Leuten wie Polacken, Siedlungen, Hordengeile, Kaiserwetter und Stachauer. Los auf Maloch und Sohle 7, Frankreich, Pfälzer und Trommelfeuer, Gram auf Rollen und Gasangriff. Im Feld ungeschlagen und Steckrübenwinter, der hat die Motten und die Zechen untauglich, Eisenschlepper und Handkarrenhändler, stempeln, gehen und wachen und saufen, betteln, gehen und klauen und knasten. Kohle am Schieben und Einschlag, Suppe ist Armen und wieder Arbeit und Brot. Eisengießer und Arbeitsfront, ihrer Befehl, wir folgen dir. Luftschutzwart und Fliegeralarm. Bombenteppich und Schutt und Asche, Falksturm, Binde und Panzerfaust. Jabu-Angriff und Zusammenbruch, Rheinwiesen und Gefangenschaft, Umerziehung und Trümmerlandschaft. Steineklopper, Besatzung, Selfer, Schwarzmarkt, Geschäft und Währungsreform, Wiederaufbauen, Wirtschaftswunder, Wiederaufrüstung und Bausparvertrag, Doppelschichten und Arbeitsumfang. Getränkebude und Abrissverfügung, Knauen auf Rente und niemand mehr da, ein Sohn gefallen, eine Australien, die Frau schon seit 7 Jahren unterm Rasen, so und dann ab ins Seniorenwohnheim. Also, was ist der Kollektor, die Frage? Wenn Sie nun so auf Ihr Leben zurückblicken, würden Sie dann alles noch einmal so machen? Nein, der hat wirklich nichts begriffen. Wer hat denn gemacht, gemacht? Ich doch nicht. Mit unserem, da wurde gemacht, mein Herr, Herr Kollege, oder meinetwegen auch Kumpel. Nein, der begreift's nicht. Der begreift auch nicht, dass er jetzt weg ist aus den Seniorenwohnern, zurück in die alte Polackensiedlung, die heute Klein Istanbul heißt. Dass er da auf dem Hof herumsitzt und auf die Kinder aufpasst, auf Kemal und Gülistan, Semra und Hülya, Fatma und Zeki. Dass er schon Paprok und Türkisch kann. Dass er ihr Essen jetzt auch schon fast mag und ihre Lieder. Opa Kollektor nennt sie. Er lacht heute manchmal laut auf. Wartet ganz ruhig auf das Ende.